Hey, willkommen zu einem neuen Let's Play hier in unserer WG. Mal gucken, wie lang es die Lila heute noch macht hier, ne? Eieiei, wir haben ja schon die Meldung bekommen, du wirst in 3 Tagen tot sein. Wir haben nicht mal 7 hier bekommen, ne? Ja, ich weiß auch nicht, wie lange du es noch machst. Siehst noch gar nicht so alt aus, Mädchen, ja? Ja, das haben wir noch nicht hinbekommen. Hast du den Butler geheiratet da noch? Auf dem Friedhof? Ja, aber der ist dann leider verstorben bei der Techtelmechtel-Challenge. Wir hatten so eine schöne Zeit mit dir. Was machst denn du jetzt? Zur Arbeit gehen? Bis zum letzten Tag geht die noch zur Arbeit, ja? Nicht in Rente hier geht sie. Nee, jetzt wollte ich heute mit dir spielen. Du gehst zur Arbeit. Echt mal. Na gut. Und du? Du musst auch zur Arbeit, Oberkriminalbeamtin Sky. Du hast noch ein bisschen länger Zeit. Auf, ab mit dir. Schnapp die Verbrecher. Wo gehst denn du in die Dusche hier oder was? Kann die sich teleportieren hier durch die Dusche? So wie die Telefonzellen in Harry Potter hier. Leandra! Die meldet sich auch mal wieder. Willst du mal nachsehen? Hier in der Lounge soll es eine Berühmtheit geben. Hört mir das Sky spielen. Alles so ja und André so nein, ja, nein, ja, nein. Was kriegt Daniel? Er weiß es noch nicht. Ja, geht es jetzt? Obwohl wir zur Arbeit gehen, die geht bestimmt jetzt dorthin. Wir reisen dorthin und dann kommt wieder der Ladebalken, ist sie bei der Arbeit bestimmt, oder? Es ist wirklich manchmal komisch in diesem Spiel, aber wir kriegen dorthin. Wir haben eine schöne Zeit, oder haben wir eine schöne Zeit? Schreibt mir das mal. Ja, ihr könnt auch gerne mal kommentieren, also so was das Let's Play so für euch ausmacht. In welchem Sim ihr euch nahe fühlt oder was es so alles gibt. Ja, die Leandra, das ist so die Freundin, sage ich jetzt mal, von unserer Sky, ne? Hi, auch mal wieder ihr da, ne? Ja. Ja. Daenerys Targaryen ist da, ja. Junge Erwachsene, triff einen Star. Daenerys Targaryen ist in Delsol Valley. Wir haben letztes Mal schon was Tolles gehabt. Mit Nico, der hat seine Promi-Fliese platziert. Da können wir mal kurz hinfliegen. Hier, guck mal an, da ist Nikos Promi-Fliese. Nico Klee, ein Zimtuber forever, ja. So, der Boss ruft an. Soll ich dran gehen? Ja, toll. Kann man nicht wegdrücken oder was? Was habt ihr für Handys, Leute? Komm, wir gehen zu Daenerys. Yay! Yeah. So, gemeinsam ein Foto nochmal machen, bevor ihr sterbt. So. Ey, Daenerys, guck mal hier hin. Hey, ich bin Sky. Ja, hallo. Oh, du bist so toll. Ich hab gesehen, wie du Königsmund hier vernichtet hast. Spoiler. Ach, Spoiler doch nicht hier die Leute, Mensch, Daniel. Wie schlecht ist das denn, Daniel? Jetzt spoilert er hier. Direkt, wenn er sagt, merkt er es hier. Krieg ich ein Autogramm von Daenerys? Wow, hier. Das ist auch unser Mortimer Grusel hier da. Auntie. Ach, wie schön. Daenerys und, Autogramm krieg ich da auch eins, bitte. Bitte. Oh, du bist so cool, Daenerys. Oh. Sieht man gar nicht, Daenerys. Und Leandra ist auch dabei. Sehr gut. Ja, dann müssen wir dich mal noch ein bisschen hier knutscheln, hier, würde ich sagen. Oder? Heiratsantrag machen. Wow, ein Kusshauchen. Ich glaube, damit fangen wir mal an. Tiefgründige Unterhaltung ist auch toll. So. Unser musikalisches Genie. Oh. Wie sie grinst hier. Hoffentlich erleben wir Halloween noch mit, dann können wir unsere Masken aufziehen, Mensch. Ah, das wäre super hier, oder? Ja. Das schaffen wir noch. Wollt ihr nicht zu uns hier, uns Gesellen hier zusammen sitzen oder wie hier sitzen und plaudern? Ja, ich wollte, dass sie hier hinsitzt, aber du kannst auch hier. Ich habe den Platz hier warm gehalten für dich. Ich kann dich auf meinen Stuhl setzen, Leandra, wenn du dich traust. Komm, bestell mal was für die Runde hier. Getränk bestellen. Für die Gruppe bestellen. Natürlich, für uns alle. Komm, wir haben noch ein bisschen Kohle hier übrig. Ein bisschen ist gut. Wir kaufen das teuerste 178 Feuersbrunst. Oder? Nee, das ist wieder sowas komisches. Liebestrank Nummer 4. Oh ja, den nehmen wir. Ist gebongt. Hey, ich hätte gern zweimal hier Liebestrank Nummer 4. Yeah. Hey, du bist so heiß wie die Sonne. Ja, klar bin ich das hier. Du hast eine Frisur wie ein Lama hier. Sky, was sagst du denn da? Ja, ich hab's schon mal immer gesagt, ich überlebe noch, bis die Steg loskommen, du, da bin ich schon tot.
Ja, und ich habe nicht mal, bin nur Oberkriminalbeamtin hier geworden. Welches Level ist das eigentlich? 5. Guck mal an, ist doch schon mal ganz gut, Sky. Komm, wir machen zusammen ein Foto hier. Angie. Sehr gut geworden hier, ich weiß. Mach mal ein richtiges Foto hier zusammen. Aber wir müssen Rechnungen noch bezahlen, Sky, übernimm das mal. Gut, dass wir das hier wieder mitkriegen. Foto machen mit hier. Mit Leandra, ganz genau. Oh, da ist die Octavia Moon auch dabei. B-Promi. Können wir auch noch ein Autogramm uns holen, oder? Ja. Wo ist unser Drink hier? Hey, trinkst du unseren Drink oder was hier? Ernsthaft mal? Mann, komm, wir machen nochmal aus, das ist schön. Oh, da bist du hübsch, Leandra, wirklich mal. So. Ein bisschen tiefer, dann hat Daniel noch ein paar Screenshots auch mit euch zwei Hübschen. Die Leandra ist echt toll, oder? Die ist auch wirklich hübsch, muss man wirklich sagen. Muskeln zeigen. Jetzt hat die echt unseren Drink da gesoffen, die Alte. Hier, ernsthaft mal? Ist ja wohl eine Frechheit. Ist ein bisschen so nass, Mortimer. Ist nicht angepieselt, oder was? Regnet es draußen schon wieder? Nee. Ich dachte schon. Oh, das ist der Neres. Ja, die haben wir schon gesehen, Mensch. Was machst du jetzt mit ihr hier? Autogramm bitten. Ja, die brauchst du jetzt doch nicht mehr fragen, wenn sie dein Drink hier klaut. Die Nudel, die Alte. Nicht so sagen hier. Sorry, die andere hat das hier geklaut hier, ja. Ach. Du bist trotzdem heiß. Du bist in deinem Polizei-Outfit. Du kannst mal dein Outfit ändern. Wir nehmen mal dein Presswurstkleid. Mhm. Komm, wir nehmen mal dein Presswurstkleid. Yay! Jetzt bist du eine schöne Alien Lady hier. Bist du auch nass? Wieso seid ihr denn alle nass? Nee, das bist du da drauf. Komm, setz dich doch mal hier hin, Mensch. Das ist mir so blöd hier. Dann stehen die da. Ich kann mich mit dem Kleid nicht hinsetzen. Da komme ich nicht mal in ein rotes Auto rein, selbst wenn es eins geben würde. Jemand sollte ein Buch schreiben über deine Lebensgeschichte, Sky. Oh. Ging echt viel zu schnell vorbei mit unserer Sky, oder? Tratschen hier. Dabei bist du die Zwillingsschwester hier von unserer Luna. Ich habe schon Leute mit Handschockern reingelegt, da war die Dederis nicht mal auf der Welt hier. Ja, ich bin's halt voll, ne? Sehr gut. Oh, Heiratsantrag. Oh, das können wir jetzt nicht mehr bringen. Kriegt die Hälfte von unserer Kohle hier. Oh, jetzt ist sie kokett hier. Jetzt wird's aber hier. Hola. Hola, Ladies. Hallo. Leidenschaftlich küssen. Das machen wir jetzt auch. Come on. Es wird geknutschelt. Jumba hier. Ui, pass auf mit dem Kopf hier beim Tisch. Boah, die lässt gar nicht mehr locker hier. Chakalaka hier, Manometer. Ups, fast der Kopf angeschlagen. Oh mein Gott, echt mal. Ich finde es schön, dass wir mal wieder was mit Sky machen hier, oder? So toll. Ah, ich muss jetzt aber aufs Klo, wie komme ich jetzt aus dem Kleid raus? Nein. Als Sim kannst du das, ne? Alle Klamotten in Sims haben eine Öffnung, dass ihr euch mit den Klamotten hinsetzen könnt. Ja, es ist perfekt einfach. Oh, Izzy! Oh nein, ein Mode-Fauxpas auf dem Klo. Nein, versuchen vorzustellen. Izzy Fabulous. Oh, ich kenne dich aus dem Schmormal. Ich habe das ja nicht mehr meine Zeit lang gespielt, aber dann wurde es langweilig und die wollten nur Simcast, dass ich das kaufe. Ah, der will dich nicht. Guck mal. Du machst du Froschstrahl. Ich bin auch Wissenschaftlerin. Doch, doch. Ach, Sky, du bist die Geilste. Echt mal. Jetzt habe ich dich hier abgecheckt, hier, oder? Ich breche das Eis jetzt. Wortwitz, Wortspiel, Wortwitz. Ja. Ah, jetzt hast du eine Hautfarbe wie ich hier. Oh nein, ich gucke mich nie wieder am Spiegel an. Es ist ihm kalt. Soll ich wieder einfrieren? Dann kommst du wieder hier. Komm, ich friere dich wieder ein. Doch, nein, nein, nein. Doch, doch. Erbe, Jupsi. Hier, komm, lass ihn stehen. Ich würde sagen, wir gehen wieder nach Hause. Wir gehen nach Hause telefonieren zu unserer WG. Schön war's. Uns am schönsten ist noch mal gehen. Ja. Yay. Und was hast du heute gemacht? Ich habe die Neres getroffen, ist sie fabulous eingefroselt und mit Leandra rumgeknutscht. Und du so? Ah, wie schön.
Unsere Sky. Ja, man wird da ein bisschen melancholisch irgendwie, ja, so ein bisschen traurig. Wenn die vor einem gehen, das ist so, nostalgisch auch. Man denkt zurück an die Zeit. Unseren lustigen Sims sind schon alles sehr besonders, ne? Ja. Sehr gut. Oh, ist das mein schönes Licht hier in diesem Haus? I love it. Du chillst dich jetzt mal hier in den Pool rein, würde ich sagen. Ganz genau. Luna, wie sieht's bei dir aus? Archäologistin hier. Das war letztes Mal der Witz in den Kommentaren. Das war gut. 10 Stunden beim Training verbringen hier. Oh man, oh mater. Dann machst du hier mal Sparen üben und Befehligen üben. Do it. Und du, Hannah? Schatzilein, wir müssen mal wieder in die Cupcake-Bäckerei. Level 4 in der Gastronomie-Karriere erreichen. Ja, das ist wieder. Wieso müssen wir die Gastronomie-Karriere erreichen, damit wir hier Meisterköchin sind? Wir sind eh schon Meisterköchin, ja? 3 Arten von ausgezeichneten Speisen kreieren. Do it. Mach mal hier einen Kuchen. Irgendjemand immer Geburtstag bei euch? Ja, stimmt sogar. Hanna, du hast sogar selber Geburtstag. Nee. Oh Gott, wir müssen eine Party machen jetzt. Das kann ja mal nicht sein. Nee. Berufszweig wählen. Aber ich glaube, die ist gestorben. Habt ihr den Ton gehört? Oh nein. Oh nein. Gerade sage ich noch, ich würde noch gerne mal einen Teil. Was machen wir noch? Sie ist als Stylistin oder als Trendsetterin gestorben hier. Als Trendsetterin ist sie gestorben. Tschüss, Leute. Goodbye. Es war schön mit euch. Aber ich muss jetzt von euch gehen. Oh nein, Lila. Oh nein! Oh nein! Wieso kommt da so eine fröhliche Musik? Oh nö! Oh nein, da ist er schon! Leute! Hier hinjoggen. Kann man nicht fliehen hier. Oh nein, da liegt eine Lila hier rum. Oh nein! Oh nein. Kommst du nicht über die Steine oder was ist los hier? Die war die beste Stylistin ever. Ja, der kommt rum, Schilder. Oh nein, die Mutterpflanze ist wieder da. Nein, natürlich auch tot. Muss ich immer ein Drama draus machen hier. Oh oh. Oh oh. Oh nein. Kommt da niemand hier? Goldie kommt. Oh nein. Unsere Lina. Lass dir halt aber auch Zeit hier. Oh nee. Praktikum. Ist mir gerade egal. Kaffee kochen. Himmel. Oh nein, Lila. Das tut mir voll leid jetzt. Wollt ihr nicht mal hier hinkommen? Hallo, komm mal alle hier hin. Wie soll das denn hier? Und das ist ein Lilas Geburtstag. Hannas Geburtstag. Alle mal hier hinkommen, ja? Hallo. Wartet der Tod ab, bis es alle ja sehen, oder wie, oder was? Oh, Goldie ist schon wieder krank. Oh, die ist immer krank. Irgendwie, die Pudel sind aber auch anfällig hier. Sky! Oh nein. Wieso lässt du dir heute so viel Zeit, Mensch? Sensenmann. Oh oh. Hannah hat wieder nichts an hier. Oh nee. Jackie kommt auch noch. Stell dich vor die Hannah. Oh mein Gott. Der will halt nicht die Sichel schwingen, hoffentlich, oder? Krieg ich nochmal hier am. Kommt sie dir mal was an, Mensch, Mädchen. Was hast du denn so ein Outfit, wo du nichts anhast? Ist ja mal schrecklich. Oh nee. Das ist wirklich schlimm. Oh nein. Was willst du denn jetzt hier, lieber Tod? Oh, du kannst im Lila fliehen, dann mach das mal. Do it. Bitte nicht, die Lila. Wir haben so lange zusammengelebt. Die war so eine gute Freundin. Bitte. Oh. Und?
Lila Goldwie ist von uns gegangen, nachdem das leidenschaftliche Flehen von Hannah beim Sensenmann auf taube Ohren gestoßen ist. Er hat gar keine Ohren hier. Frechheit. Unsere Lila ist tot. Ja, irgendwie noch nicht tot, ne? Wahrscheinlich wegen der Beförderung oder so. Das ist wieder alles verbuggt jetzt. Nee. Was machen wir denn jetzt, Seelenräuber hier? Ja, der will nicht. Der will nicht die Segel schwingen. Normalerweise schwingt er jetzt die Segel hier. Oh, wie lange geht denn das jetzt noch? Kann man da nochmal fliehen oder so? Ich glaube, jemand steht im Weg, dass das nicht klappt, oder? Was machen wir denn jetzt? Müssen wir sie zurücksetzen oder müssen wir ihn zurücksetzen? Wir müssen ihn zurücksetzen, oder? Sie auch. Oh, wo ist sie jetzt? Weg ist sie. Aber ist der Grabstein weg, oder was? Ja, das hätte aber nichts auf Dauer gebracht. Hier, Sensenmann. Sulzu. Deck, deck. Und weg ist er. Nein. Jetzt haben wir gar keinen Grabstein. Oder haben wir eins ins Inventar bekommen oder so? Oh, shit. Ich musste ja irgendwas machen hier, wenn es nicht weitergeht, oder? Jetzt bin ich wieder der Fail hier. Das Mini noch. Nein. Mini müssen wir auch noch zum Friedhof bringen. Jetzt haben wir Mini nie zum Friedhof gebracht, Sky. Und Roby auch noch hier im Inventar hier. Alle Hundis hier noch dabei. Aber wir haben jetzt echt keinen Grabstein, oder? Haben wir im Baumodus einen Grabstein? Die haben den Grabstein. Lila Goldklee. Hier ist noch alles. Oma Ferhat, Anna Fuchsklee, Lila Goldklee. Hä? Hä? Ist jetzt wohl ein Witz, oder wie? Wieso haben wir jetzt die Hannah in Hannah Grabstein hier im Inventar? Ernsthaft mal? Was haben wir da überhaupt für viel für Scheiß hier im Inventar? Mann, das gibt's ja gar nicht. Jetzt haben wir zwei lila Goldglies oder wie oder was? Das ist jetzt ja mal aber komisch hier. Das ist jetzt aber hier echt komisch. Eine Double Lila und eine Hannah haben wir auch. Das ist jetzt wirklich mal merkwürdig. Also weiß ich auch nicht, was das soll. Jetzt gucken wir mal, welcher hier noch aktiv ist. Beide gleich, wie es aussieht. Lila trauern, lila trauern. Dann pack einen wieder hier bei der Sky rein. Und das ist ja mal jetzt heftig, so. Jetzt haben wir echt die Lila verloren. Dann pack mal die ins Inventar, dann gehen wir direkt mal mit Nova hier. Nova, du machst es, oder? Du bist hier noch am gelassensten. Sehr traurig. Wir gehen mal zum Friedhof, würde ich sagen, ja. Ja, ist ja schon 20 Uhr. Leider habe ich den CC jetzt nicht drin mit den verstorbenen Sims. In Brindleton Bay haben wir auf der Insel einen Friedhof. Ich bin jetzt auch wieder total Depri, verdammte Axt. Wir nehmen mal alle mit, die wir hier kennen und auswählen können. Und... ja... oh nee. Jetzt habe ich gedacht, ich habe noch einen Tag mit Lila. Das waren ja 3 Tage und die, eigentlich wird das Spiel immer pausiert. Wenn ich mit anderen Familien spiele, ne? Dann wird eigentlich immer, also die Alterung ist nur von gespielten, also eher von aktiven Haushalten nur, ja. Genau, Objekt entfernt, weil ich habe die Bilder da von mir platziert, habe ich als CC gemacht. Promi-Level gesunken, ist mir gerade voll egal. Wo machen wir dich denn jetzt hin? Du hast ja gar keinen Partner gehabt, ne? Patrick Sommer, da wäre die Hannah eigentlich dran gewesen, aber es ist jetzt auch ein bisschen knapp. Dann müssen wir hier weiterbauen. Dann machen wir das doch so. Komm, hol die Lila raus. Hol die Lila raus. Dann machen wir jetzt eine Erweiterung. Ja, eine Erweiterung. Kein Erweiterungspack, eine Erweiterung unserer Grabstätten. Ich würde sagen, wir setzen das mal so hin. Ja. Wo haben wir denn den Butler? Mit dem hast du doch rumgeflirtet. Der war doch hier auch irgendwo. Haben wir den Butler hier nicht? Da haben wir den Butler, oder? Masato Maeda, ja, mit dem hast du die Techtelmechtel-Challenge gemacht. Oh, das war eine tolle Zeit hier. Eieieiei, der Weg muss natürlich in die Mitte.
Also wirklich mal, Leute. Also das ist jetzt echt ein bisschen blödig, aber gut, so ist es halt, ne? Das Leben geht weiter, es ist wieder mehr Platz für neue Babys. Gut, wir haben schon wieder so viele neue. Eigentlich müsste man jetzt mal ein bisschen reduzieren, damit das hier alles läuft. Dann machen wir dir jetzt ein schönes Grab. Ich mach mal hier Tag, dass wir da ein bisschen Licht haben. Heute die Grabgestaltungsfolge von unserer Lila. Was können wir denn? Oh, da sind so schöne Ideen dabei. Ja, du bist auch im Herbst gestorben. Dann nehmen wir mal die Herbstzweige und überlegen uns mal ein neues Muster. Ich würde mal sagen, bb.moveObject aktivieren. Und dann machen wir mal für Lila. Da muss auf jeden Fall was auf das Grab mit Mode. Weil sie war wirklich unsere Trendsetterin. Und die kriegt jetzt hier ein schön gestaltetes Grab hier. Wir überlegen uns ein neues Grabmuster. Daniel, der Grabgestalter hier, ne? Ja. Und, dann machen wir in die Mitte so Zweige, die sind ganz schön. Fröhliche Girlanden. Ja, fröhlich war sie immer. Die war nie irgendwie pissig drauf, ne? War auch schon mal pissig drauf, aber so im Großen und Ganzen. Und jetzt gucken wir nochmal, ob wir dir nochmal was Besonderes hier irgendwie reinkriegen. Was haben wir denn da noch? Da diese Bobbles-Dinger da. Die sind doch toll hier mit Lila. Oh ja, das ist schön. Machen wir die oben ran. Ja, oben und unten und dann da dazwischen. So, das ist Lilas Grab hier, würde ich mal sagen, oder? Da haben wir sonst nichts mehr. Dann machen wir hier noch ein paar grüne Zweige für das Leben. So. Das ist doch jetzt ein schönes lila Grab, oder? Finde ich gut. Sehr strukturiert auch. I know, du kriegst auch so einen schönen lila Blumenstrauß. Guck mal hier mit lila Blüten, das ist doch toll. Ja, ist so ein bisschen fashionmäßig auch, finde ich gut. Am Herrn Style Salon hatten wir eine schöne Zeit mit dir, mit dem Bruder, mit Blu. Eine schöne Kindheit, oder? Ich würde am liebsten Girlanden aufhängen für lila Girlanden. Wir können da noch so einen Herbstkranz auch aufstellen. Haben wir da irgendwas, das ein bisschen vielleicht lila ist? Wäre ganz passend, aber ich glaube nicht, ne? Herbstgrenze sind auch eigentlich nicht lila. Ja, dann lieber sowas Buntes. Hier, guck mal. So einen schönen Kranz lehnen wir hier an. Ja, kann man den nicht drehen? Was ist denn das für ein blöder Kranz? Kann man nur so ein Stück drehen? Das ist doch schön. Ja, schwebt ein bisschen in der Luft, aber who cares. Und dann gibt es noch so ein paar Blümchen da dazu, oder? So ein bisschen was hier, die lila Blümchen hier, lila Wolken. Hier ist so ein lila Vase. Die Vase ist nicht wirklich lila. Die sind schön. Die sind cool. Wir noch so ein bisschen was draufstellen. Ja, da lila gibt's überall. Guck mal an. Dann machen wir das hier nochmal so ein bisschen drauf. Das ist doch schön. Ein bisschen kitschig. Aber das war's ja auch. Na, mit ihren lila Haaren. Ja. Und meine toten Sims hier. Manometer. Das war jetzt echt mal wieder krass hier. Da muss man echt sagen. Ja, wir brauchen nur Kerzen. Natürlich, wir brauchen nur Kerzen. Da gibt es auch hier, glaube ich, bei denen gibt es so schöne lila bunte Kerzen. Hier. Die da. Oh ja, und die auch. Ich glaube, wir nehmen die schwarzen. So ein bisschen die dunkle Seite hat es ja doch auch, finde ich, irgendwie. Ich finde die cool, sind zwar auch pink und so, aber es passt schon. Lila trauern. Alle trauern mit hier. Lila trauern. Go. Ja, alle kommen mit, oder? Sky muss auf Klo. Ja. Ach nein. Tja. Oh, Lila, wir werden dich vermissen. Ach ja. Gehört auch dazu. Wir stärken noch die Verbindung. Komm, Sky, kommst du auch mal? Verbindung stärken, dass sie nicht so schnell weg ist. Ja, unser Butler hat hier irgendwie noch kein gut gestaltetes Grab. Das machen wir noch. Ja. Und die kriegt auch ein Engelchen. Ja, wir müssen das Grab noch ein bisschen aufhübschen hier. Mit ein paar persönlichen Gegenständen vielleicht auch, ne? Oder auch mal hier so ein bisschen Engelchen dazu. Ja. That's it. Das war's mit Lila. Über viele, viele, viele Staffeln hatten wir die jetzt mit drin. War die nicht sogar schon auch in der ersten Staffel mit dabei? Es ist wirklich, wirklich krass. Sie war die erste der zweiten Generation. Das Kind von Red.
Und die Älteste damit im Bunde, der zweiten Generation. Patrick ist zwar schon gestorben, aber der war ein Sim von euch. ja, wir haben die wirklich von klein auf aufgezogen, vom Baby ab. Und das war's mit Lila. Ich bin Daniel von SimFans.de. Daumen nach oben nicht vergessen, wenn es euch trotzdem ein bisschen gefallen hat. Oh, nochmal schön erleuchtet hier. Lilas Grab, bis zum nächsten Mal oder jetzt natürlich noch bei einem anderen Video eurer Wahl. Falls ihr noch mögt, dann ganz viel Spaß. Bis denn. Tschüss.